Grüß euch Leute, ein nicht gerade angenehmer Anblick. Wir haben die Rune noch nicht geholt, weil wir letztes Mal gestorben sind. Oder weil ich so deppert war und gestorben bin. So. Ja, die Licht... Gibt's da noch irgendwelche Runen oder was? Das ist ja mal gleich... Ne, hier scheint nichts mehr zu sein. Die Sache ist... An sich habe ich gedacht, dass man das so ausschalten kann. Tja, warum beamst du nicht hinterher, bitte? Das hat sich seine Ohren dabei, gell? Ja. Ja, aber jetzt gibt es aber nicht mehr viel zum Holen, gell? Ah, doch, hier die paar Sachen. So. Ihr Penners. Sehr gut. Ich frage mich jetzt nur noch, was hier hinten ist. Aber wie es ausschaut, nix. Ja, schau auf, Junge. Oder geht es nirgends weiter? Nein. Wie es ausschaut, nein. Schau mal da vorne oben. Hier. Ah, hier geht es zumindest ein Stück hoch. Also, nee. Hier würde man auch herkommen. Aber okay. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Wir wollen jetzt zu Samuel. Da unten gehen wir. Die Sache ist, ob wir uns von hier auf den Turm teleportieren können. Keine Ahnung. Da geht's ja nicht aus, glaube ich. Na. Perfekt. Echt oder erforscht mich jetzt? Nein, nein, war super gemacht. Schau dir nochmal um, ob es irgendwo was gibt. Ja. Nein. So, wir ich haben alles. Da oben rum, okay. Ja. Ich habe das niemanden erwischt. Nicht, dass ich niemanden erwischt, sondern dass ich von keinem erwischt werde. Mhm. So. Und jetzt weg hier. Zu Samuel. Sekunde. So, ich lass mal gleich hier liegen. Hier ist noch ein Mana-Elixier. Hä? Ah, da geht's runter, okay.
Wo ist hier noch das Elixier? Hier. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir wieder 10 Mana Elixiere. Nice. Perfekt. Die paar Ratten sollten uns auch nichts machen. Hier haben wir auch nichts übersehen. So, und jetzt Geronimo! So. Perfekt! Ich würde sagen, diese Mission haben wir mehr als erfolgreich abgeschlossen. Ja, das würde ich auch so sagen. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Hound Pits Pub? Natürlich. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Perfekt! Nur 2 Gegner eliminiert. Wer war der zweite? Einer war der Lordregent. Ja, ja. Irgendwann werden wir schon eliminiert haben. Chaosfaktor niedrig. Also Foltermeister. Haben wir. Ah ja, genau. Der Foltermeister des Lordregenten getötet und der Lordregenten ist seinem Schlafzimmer eliminiert. Alle Runen, alle Knochen, Artefakte, den Outsider-Schrein, das Gemälde von Sokolov haben wir doch. Münzen moderat und weiter geht's. Im Hound Pits Pub. Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Super. Was jetzt die Lordregent ist nicht länger an der Macht. Passt. Ich mache jetzt gern aber Betäubungspulsen und sowas einkaufen, wenn es geht. Nice. Ah, scheinbar sind wirklich alle da drinnen. Auch Piero und Emily. Achtung, Bürger von Corvo, jeder sagt, du hast was Gutes getan. Eins als Lordregent bekannt, ist nicht länger im Amt. Essen. Ja, die Sache ist erstmal so. Geht's. Wartenschule auf die. Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen um diese Zeit wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwall sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Perfekt. Sie braucht höhere Mathematik, Hofprotokoll und natürlich Kosmologie. Können Sie ihr das lehren? Natürlich nicht, nein. Aber ich sollte eine zentrale Rolle spielen. Sie vertraut mir. Stimmt, das tut sie. Aber sie sollte uns allen vertrauen. Vertrauen Sie mir denn, Calista? Was? Ah, ist diese Musik auch böse, wie die von den Orgeln? Aber wo ist hier Piero? Ja, du bist nicht wieder Piero. Eine Kaiserin auf dem Thron. Blaues Blut. Wo ist er? Ah, jetzt ist er wieder da. Na, sieh mal an. Soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Ich brauche Betäubungsbolzen. Was zur Hölle? Ah, Explosivgeschosse für die Pistole. Brauchen wir zwar nicht, aber gut zu wissen, dass man es haben könnte.
Gut, den Rest brauchen wir nicht. Kabelwerkzeug nehme ich mal noch eins. Verbesserungen. Ja, ich würde sagen, Maskenoptik 2 eventuell. Mhm. Ja, so, und der Rest interessiert mich jetzt gerade nicht. Wir haben noch einiges an Münzen. Bäh. Ich glaube, die haben da irgendwas ins Getränk da. Ich glaube, wir sind besoffen. Nein, nein. Wobei, wir haben doch nur eigentlich einen Schluck getrunken. Das ist auf dein Zimmer gehen. Bett. Ganz simpel und einfach. Ja, Bett. Du bist miert. Stimmt, theoretisch. Ich glaube, nach der Lore haben wir seit der Ermordung vom Oberaufseher nichts mehr geschlafen. Heilige Scheiße, was ist jetzt los? Geh zum Bett. Ich bin neugierig, was jetzt passiert. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja. Das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lord Regenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Ich habe sowas geahnt, dass das kommt. Es tut mir schrecklich leid, Corvo. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht, das war alles, was mir einfiel. Ich denke, Sie sind stark genug, um es zu überleben. Ich werde Sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor Sie erfahren, dass ich mich Ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen. Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten Sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, Sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Überschwemmter Bezirk, aber das ist echt beschissen. Aber irgendwie habe ich mir fast von Anfang an auch irgendwas in die Richtung gedacht, aber so arg. Von Havelock Martin und Pendleton betrogen, wurdest du in dem letzten Moment vom Schiffer Samuel gerettet. Das ist die einzig ehrliche Haut eigentlich von den Schlangen. Er ließ dich in einem verfallenen Bezirk Dunwalls zurück. Jetzt kommt es vor, was die Mission jetzt ist. Bin eigentlich. Er war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tivianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Laut entscheidet. Ist groß, Leibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlte, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht.
Ach du Scheiße. Okay. Wir haben wieder nur unsere Kräfte und das Herz. Der hier mangelt, ist alles. Wie Lieder des Trostes und Knochen von Zellen abgenagt. Ja, Gerfe. Wo ist er, Digga? Hier bist du nun endlich. In einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat. Des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen? Damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren? Wissend, dass du sie nie, Emily, manipulieren ließest. Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Das ist irgendwie so ein bisschen philosophisch. Mhm. Also auch philosophisch ist es, dass da ist mir eingefallen, dass so quasi wie, sag mal, nicht alle Rosen sind rot oder so. Finde deine Ausrüstung und stelle dazu wieder den Finger wieder so. Ja. Okay. Also die Ausrüstung musst du jetzt einmal finden. Geil, wir haben die Maske noch. Flieh aus der Gefangenschaft. Ja. Aber den Stein wirst du brauchen. Also. Was ist damit? Hey, das könnte klappen. Noch einer noch. So. Dann geht's denn jetzt aus. Jetzt sollte es gehen. Ja, hol dir gleich links. Links hast du gleich was, was du holen musst. Wo? Hier? Achso, das hat sich nur so abgeschossen. Da gehen wir um gleich. Zur Ausrüstung, zu dort Hauptquartier. Attentäterklinge. Können wir brauchen. Wir haben immerhin jetzt wieder ein Messer. Daud Corvo ist im Besitz dieser Maus. Im Besitz. Doch jetzt hat der neu ernannte Lordregent Havelock verkündet, das ist echt ein Schwein. Hm. Das Kopfbild beträgt 30.000 Münze. Verdopplung, okay. Irgendwie ein bisschen Arsch. Bericht an Daud. Dies ist das Musikinstrument, das der Aufseher an seiner Brust festgebunden hatte. Als es noch funktionierte, konnten wir uns weder teleportieren noch andere Personen zu uns ziehen. Wir sollten es genau unter die Lupe nehmen. Ah, das sind diese beschissenen Dinger. Ja, schau das auch. Kannst du das nicht ausschauen? Nö. Aufpassen, du hast keine Kraft, gell? Zum Teleportieren? Doch. Teleportieren kann ich mich, ich kann nur nicht. Bei Ausrüstung brauchst du einmal. Ich habe keine Betäubungsbolzen und nix. Du musst dir umschauen, ob es irgendwo ist. Aber meine Schleichschuhe habe ich noch, das ist gut. Da waren wir aber gerade. Okay. Aha. Gut. Ja. Ah, da wird's weitergehen. Scheiße. Okay, ich sollte mich vielleicht. Sollte mich vielleicht ein bisschen mehr vorher umschauen, bevor ich einfach so eine Treppe hochrenne. Ah, scheiße, schon wieder vorher. Die Sachen, das Essen und das alles. Die Klingen, das ja. Wissen wir alle schon. Gut, unten war ja noch. War da noch was? Ja.
Geld und Essen. Aufpassen. Und jetzt. Und jetzt ist Vorsicht geboten. Hinter den, also muss dort noch. Den kommen wir so nicht dran. Aber Moment, wir haben ja noch die Zeit verloren. Und wir haben ja noch das Ding. Jetzt bringst du einmal den anderen zum Stehen. Wo gehst du denn hin? Ich kehr Stügel weg damit, der. Ich bin jetzt in der Haut des Attentäters. Und wenn der jetzt hier aufwacht, kann ich ihn würgen. Perfekt! Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich hätte keinen anderen erwürgt mit dem Attentäter. Ich kann andere nicht erwürgen, wenn ich ihn in der Haut stecke. Ganz ruhig. Und weg mit ihm. Weg mit ihm. Ja, hier zum Beispiel her. Ist was? Ja. Ein paar Münzen und was zu essen. Die Klinge, warum nimmst du nicht? Wie, warum? Ist deine besser wie deine? No. Das sind alles dieselben. Rutshaw Waterfront, jetzt weiß ich zumindest, wo wir sind. Ja, ich weiß auch, warum das Waterfront heißt. Da ist die Ausrüstung. Aufs Destakel. Auf welches? Auf das? Egal. Das da. Nur nicht ins Wasser. Warum eigentlich nicht? Ja, weil da so blöde Fisch drinnen sind. Ja, aber die Sache ist, wenn ich nicht ins Wasser springe, leide ich ordentlich Fallschaden. So. Umschauen einmal mit der Brille. Mit der Brille. Maske. Nachtsicht. Oh, geht's da rein? Scheinbar aber nicht da. Die Tür geht nicht auf? Nein. Oh. Schau dir mal, wo ist das Herz auch noch? Ja. So, ein Knochenartefakt, Ausrüstung. Ja, komm mal hier vorbei quasi. Ja, wenn wir zur Ausrüstung gehen. Meinst du, dort hinten ist irgendwas? Lebt er noch? Nein. Moment, was ist jetzt los? Keine Ahnung, was jetzt los ist. Aber ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge bei Let's Play. Dishonored. Genau.